In Stuttgart, da gibt es einen dichten Wald. Durch diesen Wald fließt ein kleiner Bach. Dort steht eine alte Scheune mit einem UFO-Landeplatz. Gleich nebenan, an einer schönen alten Mühle, da leben die Digi-Tails! Das sind Kati, die Katze. Wuhu! Haki, der Maulwurf. Tach! Polly, die Eisbärin. Hi! Und Fridolin, der Hase. Willkommen! Folge 4, der Angeber. Polly hat im letzten Monat ein neues soziales Netzwerk entdeckt. Auf Bärenbuk tummeln sich mittlerweile einige ihrer Freunde und Artgenossen herum. Selbst mit ihren Eltern, Geschwistern und Cousinen aus Neufundland kann sie dank Bärenbuk Kontakt halten. Und manchmal kann man dort sogar ganz neue Freunde kennenlernen. Ach, Bärenbuk ist toll. Hier sind einfach alle. Nunu? Wer ist denn das? Hallo Polly, du scheinst mir aber eine prima Eisbärin zu sein. Mein Name ist Conny, ich bin ein Braunbär. Wie geht es dir denn, was treibst du denn so? Das ist ja interessant. Hallo Conny. Mir geht es prima, danke. Ich bin gerade zu Hause im Stuttgarter Wald. Nachher gehe ich mit meinem Kumpel Fridolin ins Kino. Ah, da kommt schon die Antwort. Gute Sache, ich liebe das Kino, bin selbst im Filmgeschäft tätig. Was schaust du dir denn an? Wir schauen uns den neuen Steven Spielberg-Film an, Dinos in Space. Willst du mit? Dinos in Space, das ist spitze, den habe ich sogar mitproduziert. Musste ich zwar im Schnittraum schon 37 Mal sehen, aber klar, schaue ich gern nochmal. Cool, dann sehen wir uns heute Abend um 8 Uhr beim Zentralkino. Aber sicher doch, da wohne ich um die Ecke. Mich kannst du nicht übersehen, schicker Braunbär mit Hütchen und breiten Schultern. Nicht schlecht, der Conny. What a man. Kann's kaum erwarten, den richtig kennenzulernen. Abends gehen also Polly, Fridolin und Conny gemeinsam ins Kino. So ganz schick sieht Conny gar nicht aus. Und seine Schultern hängen eher schlaff herunter, aber das macht ja nichts. Nach dem Film laufen sie zusammen in den Wald zurück. Dinos in Space, man. Mensch, ich glaube, das ist locker der siebte Steven Spielberg-Streifen, den ich gesehen habe. Der Typ wird einfach nie langweilig. Ein Knaller. Absolut. Oh, das war super. Was hast du denn da genau gemacht, Conny? Noch wisst ihr, ich hab da nur so ein bisschen Geld an den Start gebracht. Der Steven, der hat das erstmal nicht hinbekommen. Dann habe ich mir gedacht, dem hilfst du ihm. Eigentlich bin ich ja Regisseur. Ich mach die Filme selber. Wow, das ist ja toll. Ich bin ein großer Filmfan. Was hast du denn sonst noch so gemacht? Naja, letztes Jahr, da habe ich so eine Yeti-Dokumentation in Nepal gedreht. War eine feine Sache. Ein bisschen chaotisch. Wie immer, wenn ich gerade mal nicht da bin. Als Regisseur, da musst du halt ständig alle zusammenhalten. In Nepal? So richtig im Gebirge? Na, Logo. Einmal beim Hochfliegen ist mein Hubschrauberpilot einfach am Steuer umgekippt. 6000 Meter waren dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu hoch für ihn. Hab denn das Ding selber landen müssen? Naja, als Filmemacher wird's nie langweilig. Mensch, du machst ja tolle Sachen. Ein richtiger Abenteurer. Naja, ich will keine Umstände machen, aber hat Ina zufällig eine Koje zum Pennen? Ich glaube, ich komme heute Abend nicht mehr nach Hause. Fährt ja keine Bahn mehr. Oh ja, bleib doch noch einen Tag bei uns. Na klar, ich hab ein Gästebett. Das nutzt sonst nur mein Cousin Heribert. Der ist aber zurzeit in Urlaub auf Teneriffa. Stark. Teneriffa. Chicket Island. Habe ich mal einen TV-Dreiteiler für den Sender Schwarte gedreht. So,
Da wären wir. Also, Polly, gute Nacht. Gute Nacht, ihr zwei. Lasst uns morgen zusammen was unternehmen. Das wäre schön. Na, Logo, Nächtchen, Baby. Habe ich gut geschlafen? Jetzt brauche ich erstmal einen frischen, kalten Möhrensaft. Alles leer? Kein Möhrensaft mehr? Moin, Fredo Bandito. Ich habe mich auch schon gewundert. Ich glaube, heute Morgen war einer von deinen Kumpels da. Der muss den Saft gesoffen haben. Seltsam. Sehr seltsam. Na gut, ich habe ja noch ein Fläschchen im Keller. Oh, guck mal, das hier im Ward. Welche Ehre. Guten Morgen. Hallihallo. Guten Morgen. Ich soll euch von Polly sagen, dass sie ein Frühstück gemacht hat. Hucky, Kati und Wyclef sind auch eingeladen. Kommt ihr mit? Oh, so ein kleines Frühstück wäre edel. Ich bin Conny übrigens. Mein Name ist Ward. TM Ward. Und du kommst mir irgendwie verdächtig vor. Ja, so sei es. Frühstück bei Polly. Auf geht's. Sag mal, interessierst du dich eigentlich auch für Musik? Musik? Na klar doch. Musik ist meine große Leidenschaft. Neben Film natürlich. Ich spiele selbst Schlagzeug, Gitarre und auch ein bisschen Akkordeon. Nein, tatsächlich. Oh, ich kann etwas Klavier spielen. Wollen wir nachher was zusammen musizieren? Na, würde ich liebend gerne machen, Don Fridolino. Geht aber leider nicht. Hab mir beim letzten Filmdreh in Honolulu die Hand angebrochen. Da hat mir beim Surfen ein Blauwal gerammt. Leider nichts zu machen. Ach, schade. Ein Blauwal auf Hawaii? Sehr verdächtig. Na, da hast du aber noch mal Glück gehabt. Ich meine, dass du dir nur die Hand angebrochen hast. Ein Mordsdusel. So, wir sind da. Polly! Polly! Hey. Mr. Maus, du kleine Würstchen, pass bloß auf, was du sagst. Ich bin viel größer und stärker als du. Ich setz mich auf den Dorf und mach dich platt. Guten Morgen, ihr drei. Kommt herein. Meine Eisscholle ist eure Eisscholle. Die anderen sind auch schon da. Hey, Leute, das ist Conny. Hallo, Conny. Ich bin Haki. Hallo, Conny. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Kati. Wow. Guten Morgen, Zuckerschnäuzchen. Na, alles frisch bei dir? Ja, alles frisch bei mir. Danke. Komischer Typ. Kommt herein, setzt euch. Wir haben ein wenig Frühstück gemacht. Und danach gibt's selbstgemachtes Himbeereis. Stark! Himbeereis. Das erinnert mich an meinen Werbespot für Möwenzweck, den ich mal gemacht habe. War ein riesen Viral-Hit. Wo kommt denn dieses Kampfhündchen her? Himbeereis! Himbeereis! Das ist unser Freund Wyclef. Der ist mittlerweile ein ganz Lieber. Die harten Tage hat er hinter sich, gell, Wyclef? Yes, sir! Wo ist das Himbeereis? Köstlich. Können wir vielleicht das normale Frühstück überspringen, dass wir endlich an das deliziöse Himbeereis kommen? Conny, Polly hat gesagt, du arbeitest im Filmgeschäft. Das klingt ja super aufregend. Was machst du denn da so? Ach, eigentlich macht man meinem Film irgendwie alles. Letztens war ich in Nepal, hab eine Yeti-Dokumentation gedreht. Hab auch einen gefunden. Hat so ein bisschen ausgesehen wie du, wie ein Maulwurf. Nur weiß und eben viel größer. Fiese Teil gewesen. Eine Yeti-Dokumentation? Yetis gibt's doch gar nicht. Sehr verdächtig. Ein fieser Yeti-Riesenmaulwurf? Das war aber nicht sehr nett. Na komm, Maki. War doch nicht so gemeint, Kumpel. So, das Frühstück ist verputzt. Können wir jetzt endlich das Himbeereis essen? Himbeereis! Himbeereis! Na klar. Nanu, wo ist denn mein Himbeereis hin? Noch kein Himbeereis. Das muss doch jemand weggenascht haben. Also echt, ihr seid mir ja eine Saubande. Und jetzt auch noch das Himbeereis.
Süßer macht der Kennkopf. Ich komme auch ohne Himbeereis klar. Was machen wir jetzt? Jemand eine gute Idee? Wir könnten ein Tennisturnier veranstalten. Das Wetter ist herrlich. Spielst du Tennis, Conny? Spiel ich Tennis? Ich bin Tennisspielen geboren worden. Man nennt mich den fusseligen Halbgott, wenn's um Tennis geht. In Wimbledon habe ich schon 5-mal auf dem Rasen gestanden. Die Herausforderung nehme ich an. Let's play. Ach so, jetzt gleich. Na, das geht leider nicht. Hab immer noch einen verstauchten Knöchel von meinem letzten Filmdreh in Finnland. Da ist mir beim Joggen ein Krokodil auf den Fuß getreten. Leider nichts zu machen. Schade aber auch. Ein Krokodil in Finnland? Das geht ja gar nicht. Na, dann lass uns wenigstens einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Das wird ja wohl gehen, oder, Conny? Na logo, let's go. Conny, das mit dem Himbeereis tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass sich einer von uns vorher daran vergreift. Hey, Paulinchen, ja kein Thema. Wegen mir keine Umstände. Aber wenn's nach mir gehen sollte, frag mal bei deinen gefräßigen Schoßhündchen nach. Wyclef? Stimmt. Der ist ja schier ausgeflippt, als er gehört hat, dass ich Himbeereis gemacht habe. Du, Wyclef? Ich weiß, dass du das warst mit dem Himbeereis. Du solltest dich echt schämen. Ich sollte dich nie wieder einladen. Aber au, ich war's doch gar nicht. Keine Ausrede. Du besorgst uns nachher neues Eis. Ist das klar? Und wenn du deine Goldzähne dafür verticken musst. Ja, ist klar. Gut, braver Hund. Hey, den Teil von dem Wald kenn ich doch. Da haben wir eine Szene aus Darmaus Angriff der Gnomkrieger gedreht. Das war mein viertletzter Film. Wie? Du hast da mitgemacht? Ja, na klar. Ich bin der Regisseur von dem Film. Ich hab den gemacht. Kennst du den Streifen? Ach, dann kennst du ja bestimmt auch George Lucas. Wen? George Lucas. Ja, schon gehört. Ach ja? George Lucas ist zufällig der Erfinder von Star Maus und der Regisseur vom Angriff der Gnomkrieger. Warum ich das weiß? Ich habe selbst mitgespielt in dem Film. Als Wärter Nummer 3. Tja, ich fürchte, du bist aufgeflogen. Du Lügenbär. Was? Wien? Was laberst du denn da, Commander Staubkorn? Du hast an den Star Maus mitgespielt. Der lügt euch an. Aber selbstverständlich hat Commander Tiemort bei Star Maus mitgespielt. Er war Wärter Nummer 3. Ich glaube, du bist derjenige, der lügt, du Lügenbär. Lügenbär? Das ist ja wohl unverschämt. Ihr habt da einen an der Klatsche. Und ich sehe nicht aus wie ein Yeti. Du bist beleidigend und gemein und ein unverfrorener Lügner. Und ich nehme auch an, du warst es, der heute Morgen den Möhrensaft getrunken hat. Conny, wenn du überhaupt Conny heißt, jetzt sag mir die Wahrheit. Hat Wyclef das Himbeereis gegessen oder warst du das? Das war ich nicht. Das war deine Töle. Meine Töle? Jetzt reicht's. Verzieh dich aus unserem Wald und komm nie wieder. Alles, was du machst, ist Leute beleidigen, schlecht flirten und lügen, dass sich die Balken biegen. Ich hab die Schnauze voll von dir. Polly, schmeiß diesen Angeber raus. Oh, jetzt wirst du aber ganz schön hässlich, wa? Ich glaube, euch ist ja nicht bewusst, was für ein prima Typen ihr da gerade vergrault. Ich hab die ganze Welt gesehen. Ich könnte euch groß rausbringen, zu Superstars machen. Aber gut, wenn ihr lieber in eurem kleinen Wäldchen versauern wollt, bitteschön, ich mach die Biege. Nein, wir machen dir die Biege. Ich trete dir so fest in den Hintern, dass du nie mehr surfen, joggen oder Helikopter fliegen kannst. Ach, hey, oh. Großartig, dem Angeber hast du auch gezeigt, wo es lang geht. Ich bin echt voll auf den reingefallen. Ich dachte, das ist ein richtig cooler Typ. Sag mal, wo hast du den überhaupt aufgegabelt? Auf Bärenbuck. Was? In einem Chat? Ach, herrje. Hätte ich dir aber gleich sagen können, dass man da in der Regel nur Schwätzer, Lügner und Angeber kennenlernt. Ja,
das weiß ich jetzt auch. Bernburg, da gibt's übrigens eine hochinteressante Geschichte. Soll ich euch die mal erzählen? Oh, Frido, nein! Vielleicht nächste Woche, Na, okay, dann ist ja alles gut.